Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich will heute eine selbstgemachte Pizza machen. Was brauchen wir dazu? Also Mehl, da sind jetzt 400 Gramm, aber ich schaue mal, ob ich da noch mehr brauche. Hefe, ein Päckchen, ein Ei, 200 Milliliter Milch, etwas Olivenöl, Salz und für den Belag, ich habe jetzt hier 400 Gramm Hackfleisch, eine Dose Pilze, eine Dose Pizzasauce, zwei Zwiebeln und ungefähr 100 Gramm Käse. Zuerst machen wir den Teig für die Pizza. Fangen wir jetzt an. Ich tue erstmal das Ei einschlagen. Dann kommt die Milch. Das sind jetzt 200 Milliliter. Ein wenig Salz rein. Dann kommt die Hefe rein. Also da sind jetzt 7 Gramm ungefähr. Ich nehme jetzt immer die Hefe, die gelingt mir ganz gut. Also die Milch soll schon ein bisschen lauwarm sein. Jetzt tue ich etwas Mehl rein. Jetzt werde ich ein, zwei, drei Löffel Olivenöl reintun. Also ich hatte hier jetzt 400 Gramm Mehl und das reichte mir. Mehr braucht man nicht. Ich werde jetzt den Teig etwas ein bisschen kneten und dann lasse ich es in Ruhe. So, ich habe ihn jetzt etwas durchgeknetet. Jetzt lasse ich ihn in Ruhe, so ungefähr für eine halbe Stunde. Decke ihn zu mit so einem Tuch. Es geht weiter. Ich mache jetzt den Belag für die Pizza. Also zuerst nehme ich etwas Öl, 2 Esslöffel so. Dann tue ich das Hackfleisch scharf anbraten. So, jetzt kommen die Pilze rein. Ich habe jetzt das Hackfleisch ungefähr ein paar Minuten, drei, vier Minuten so ein bisschen angebraten. Jetzt tue ich die Zwiebeln rein. Ich salze das Ganze jetzt etwas. Kann man noch etwas mit scharfer Paprika. So, ich lasse das jetzt noch 1-2 Minuten ein bisschen dünsten und schalte ich den Herd aus. So, mein Belag ist jetzt fertig. Ich werde ihn jetzt hier in einen Teller reintun und etwas abkühlen lassen. So, ich habe jetzt meinen Teig geholt. Der ist jetzt soweit gut. Ich habe ihn so ungefähr eine halbe Stunde ruhen lassen. Jetzt werde ich ihn ausrollen. Nehme ein bisschen Mehl. Jetzt kommt der Teig aufs Blech. Jetzt werde ich das belegen. Also zuerst nehme ich mir so eine Soße. Also ihr könnt auch ganz andere Soße nehmen, es gibt verschiedene. Das ist spezielle Pizzasoße. Also
Also wie sie die Pizza belegen, ist natürlich jedem selbst überlassen. Man kann sie verschieden machen. Das ist eine Variante davon. Jetzt kommt das Hackfleisch mit Pilzen und Zwiebeln da drauf. Jetzt kommt Käse drauf. So, wer mag ein bisschen mehr Käse, kann auch etwas mehr drauf tun. Ich habe jetzt hier, da sind es jetzt ungefähr 100 Gramm. Ich nehme einfach so ein Gouda, mittelalt, man kann auch jungen nehmen. So, jetzt kommt das, jetzt kommt die Pizza in den Ofen. Für ungefähr 20 Minuten, erstmal bei 200 Grad und dann schaue ich, ob sie schon fertig ist. So, meine Pizza ist jetzt fertig, ich habe sie rausgeholt. Ich habe sie jetzt genau 25 Minuten bei 200 Grad gebacken. Sie ist jetzt soweit fertig. Ich werde sie jetzt einfach schneiden und wir werden sie essen. Meine selbstgemachte Pizza ist jetzt fertig. Vielleicht hat jemand Lust, das auszuprobieren. Ich wünsche viel Erfolg dabei. Guten Appetit!